Crunchtime in Europas härtester Football-Liga. Wer holt sich den Titel? Mach dich bereit. We're ready. Für die Vienna Vikings gegen Rhein Fire. Wir zählen auf euch. Das große Finale der European League of Football. Live. Sonntag, 14.45 Uhr. Join Puls 24. Auch auf puls24.at. Ja, liebe Freunde, in ein paar Stunden geht es los. Das große Finale heute auf Schalke, das Championship Game der European League of Football zwischen den Vienna Vikings und Rhein Fire, also den Champion des Jahres 2022 gegen den Champion des Jahres 2023. Besser geht's also nicht und Puls 24 wird bereits um 14.45 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnen. Pascha Asiladab, Philipp Heisam und Lukas Besendorfer sind im Stadion in Gelsenkirchen und werden live berichten und das Spiel selbst übernehmen. Dann Danny Fettner und ich, wir freuen uns riesig drauf. Wir haben gemeinsam, glaube ich, alle Vikings-Spiele gecovert. Ich habe die meisten Away-Spiele kommentiert. Der Danny die Heimspiele, war bei den Spielen der Vikings vor Ort und wir wissen, was auf uns zukommt, weil wir auch die Rhein Fire jetzt am Ende natürlich gecovert haben, das Halbfinale. Wir erinnern uns ja, großartiges Spiel zwischen den Rhein Fire und den Stuttgart Surge, wo Rhein Fire im vierten Viertel das Spiel noch gedreht hat, in die Overtime gekommen ist und ins Finale eingezogen ist, zum zweiten Mal Back-to-Back in Final für die Düsseldorfer und die Vikings ungeschlagen in dieses Finale gekommen. Anders als im Vorjahr, als man im Semifinale noch gegen Stuttgart ausgeschieden ist, hat man dieses Mal die Hürde Paris genommen und steht wieder im Championship Game. Man wird zum ersten Mal einen Meister haben, der zwei Titel gewonnen hat, also quasi einen Rekord-Champion. Im Rampenlicht standen gestern am Vorabend zum Finale die Spieler und Coaches, die bei der European League of Football Award-Verleihung dabei waren. Und die Vienna Vikings haben gleich drei Preise abgeräumt und natürlich werden wir auch darüber reden. Das ist aber nicht alles. Es gibt eine Menge News rund um die Liga. Die Elf hat gestern verkündet, dass es eine 18. Franchise 2025 geben wird. Kopenhagen steigt ein. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass es die Football Franchise Association gibt, die FFA. Die gibt es allerdings schon seit Anfang des Jahres. Die sind jetzt erst rausgekommen mit den News. Es sind 11 der jetzt dann 18 Franchises vertreten und die wollen gegenüber der Liga einen stärkeren Stand haben. Es fühlt sich die ein oder andere Franchise von der Ligaführung nicht so beachtet, wie sie das gerne hätte. Und auch darüber werden wir reden, wie auch über einen neuen Coach, der dabei ist, ein alter Bekannter. Schuhan Vater wird Head Coach der Franchise in Hamburg bei den Sea Devils. Also jede Menge Spaß, Spiel und Sport bieten wir an. 14.45 Uhr, Fritz auf Puls 24 und join 11 Championship Game. Vienna Vikings, Rhein Fire, be there.